Ja, hallo liebe Leute, die Paula und ich, wir zeigen euch heute einen Eindruck von Die Säulen der Erde. Das ist das neue Daedalic Adventure, basiert auf dem bekannten Ken Follett Büchern oder Buch. Ein Buch ist es oder mehr? Buch. Ist ein Buch, ne? Ein Buch. Ich gebe offen zu, ich habe es noch nicht gelesen. Aber wir sind ja auch nicht hier, um zu lesen, sondern wir wollen spielen. Und du hast dir das Ding ja mal angeguckt. Genau, ja. Und Daedalic, Adventure-Qualität, wissen wir ja. So ein gewisses Adventure-Qualitätsniveau gibt es da eigentlich immer. Aber lass uns doch mal, ich höre es einfach mal auf zu labern. Wobei man sagen muss, dass Die Säulen der Erde eher eine Interactive Novel ist. Also, eine Interactive Novel, ja. Okay. Genau. Also wir sind jetzt hier im Wald von Shiring bei der Familie Bilder und sehen hier den Vater Tom, Mutter und die zwei Kinder. Mhm. Und ihnen ist sehr kalt. Es ist Winter, ihnen ist sehr kalt. Sie sind in England, da ist es ja eh nicht schönes Wetter. Ja, die Mutter ist auch schon wieder schwanger, ne? Ja, ja, klar. Damals hat man ja Kinder rausgehauen ohne Ende. Ja. Und und jetzt haben wir eine kleine Aufgabe. Wir sollen Feuer machen. Ja. So. Und wir sind jetzt hier gerade der Vater. Läuft alles über die Maus. Tastatur braucht man eigentlich nicht unbedingt, außer mit der Leertaste kann man hier sich die Hotspots anzeigen lassen. Okay, kann man aber auch Hilfen halt. Genau, quasi, kann man aber auch mit dem Mausrad. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Mit Rechtsklick kommen immer so Gedankenfetzen. Ja. Also so, was denkt Tom Bilder gerade über das Feuer oder das Feuerholz? Ja. Genau. Scheint trocken genug zu sein. Sag ich doch. Sag ich doch, ja, jetzt kannst du, er hat ja irgendwie schon die Lösung jetzt so ein bisschen verraten, ne? Du hast in deinem Inventar irgendwie ein Steinchen. Genau, ich habe hier in meinem Inventar Stein und Zunder oder sowas, keine Ahnung. Ja. Und das ziehe ich jetzt hier normalerweise, genau. Ich an. Drauf und dann macht das halt. Und dann macht er das halt einfach. Macht das Feuerchen an, damit der Familie auch schön warm ist. Martha? Ja, erzählt wird ja die Geschichte im Buch, wird sozusagen nacherzählt. Und im Gegensatz zu Spielen wie Game of Thrones oder so anderen Bücherspielen, ja, da wird jetzt nicht so direkt eine eigene Story gemacht, sondern das basiert schon sehr, sehr stark darauf, was in den Büchern passiert. Man kann das also sozusagen nachspielen. Es ist der Buchinhalt an sich. Also du hast dann am Ende, also das Spiel ist aufgeteilt in drei Bücher, so nennt Daedalic es. Das ist jetzt Episode 1 quasi. Also ein Episodenspiel. Die am 15. August erscheint für PC, PS4 und Xbox. Und das sind insgesamt 7 Kapitel. Und das Interessante ist, man spielt ja 3 Hauptcharaktere im Prinzip. Das sind Jack, den lernen wir dann vielleicht noch, wahrscheinlich noch kennen. Philipp und Aliena. Hier ist gerade eine Entscheidung. Also sie fragte, ob es ihm reichen würde, eine etwas anderes zu bauen aus einer Kathedrale, weil er will unbedingt eine Kathedrale bauen. Also, okay. Ich habe es ja schon öfter mal durchgespielt. Ja. Hat das dann Auswirkungen aufs Spiel tatsächlich, wenn du dich entscheidest? Oder es ist es eher so milde? Milde, sagen wir es so. Also es ist ja ähnlich wie bei den Telltale-Spielen auch. Da hat es jetzt nicht so einen großen Impact auf die fortlaufende Geschichte. Wie gesagt, es ist tatsächlich die Geschichte aus dem Buch. Okay. Also am Ende von diesen 3 Episoden, die aufkommen, also die man dann auch, die erste kriegt man mit einem Season Pass, die zweite und dritte dann dazu. Und das Ende ist quasi schon ähnlich wie im Buch. Okay, man kann jetzt nicht die Geschichte komplett verändern. Nee, oder das sowas. Nicht. Ja. Was man machen kann, ist, dass zum Beispiel Charaktere, die im Buch sterben, dass man die überleben lassen kann. Oder Charaktere, die im Buch überleben, dass die da auf dem Weg verloren gehen. Und ja, so kleine Sachen kann man verändern. Aber im Grunde ist die Handlung schon ziemlich... So, genau. Wir sehen auch optisch, ist das eigentlich recht hübsch gemacht. Ne? Sehr atmosphärisch. Ja, die Hintergründe sind auf jeden Fall sehr schön. Daedalic hat sich da sehr große Mühe gegeben, hat da viel recherchiert, auch die gleichen Bücher benutzt wie Ken Follett, der Autor des Buchs selber. Vor allem, was sowas wie Architektur und sowas betrifft. Weil vor allem, es geht ja um diese Kathedrale in Kingsbridge. Das ist eine der Städte, in denen die Säulen der Erde spielt. Und
Ich brauche was. Genau, er hat jetzt Eis aus dem Kessel. Aus dem Wasser. Nee, noch nicht. Genau, jetzt benutzt du, was machst du da? Den ich hole da mit Eis dem, quasi aus der Pfütze und hier kommt ein kleines Quicktime-Event. Ah ja, so ein Mini-Spiel. Eines der wenigen Quicktime-Events. Ja. Ah, und jetzt muss gleich man verkackt. Diese, ja, klar. Man muss diese grünen Felder treffen. Ja. Was jetzt nicht so anspruchsvoll. Okay, es doch, schon mal schon. Offensichtlich schon, schon etwas. Zack, ich muss hier reden und spielen. Das ja, ja, ich nicht weiß. Das ist immer ein bisschen schwieriger. Ja. Nee, aber also die Quicktime-Events sind jetzt nicht so sonderlich anspruchsvoll. Es ist immer so in der Art. Genau. Und. Die Kathedrale, um die es eigentlich geht, im Buch und im Spiel, da haben sie halt viel nachgeforscht und sich überlegt, wie war die Architektur damals, damit es wirklich sehr historisch akkurat und realistisch aussieht. Hier auch schön hat man gesehen, jetzt so eine Zwischensequenz, so eine kurze, ne? Das ist natürlich auch sehr schön gelöst. Ist jetzt nicht zu lang, nicht zu nervig, sondern untermalt das eigentlich ganz schön. Doppelklick wie immer, also diese üblichen Komfortfunktionen, die kennt man ja schon seit vielen Jahren in Daedalic Adventures, die sind natürlich ja auch drin. Ja. Ich finde sowas eigentlich ganz gut, muss ich dir sagen. Also ich mag, ich bin natürlich auch jemand, der gerne herausfordernde Spiele spielt, die halt wirklich, die mich mit dem Köpfchen einsetzen muss oder wo ich halt, keine Ahnung, irgendwelche Sachen gut lernen muss. Aber manchmal so zum Abschalten ist das genau das Richtige. Ja, das stimmt. Und es ist halt natürlich, es ist halt eine Interactive Novel, es ist sehr storygetrieben und die Story ist auch sehr wichtig. Zwischenzeitlich ist es mal, kann es ein bisschen lang werden. Mhm. In einigen Passagen, wenn so ein Mönch mal 5 Minuten lang redet und ihr euch am Ende fragt, was hat er jetzt nochmal am Anfang gesagt? Aber so im Grunde genommen ist die Story schon mitreißend und man will dann auch am Ende der ersten, ich werde jede Arbeit annehmen. Die sind arm. Ja, stimmt. Was sollen sie machen? Ne? Und im Prinzip ist es schon, also am Ende des ersten Buches, in Anführungszeichen, du hast doch schon einige gesehen. Möchte man dann schon auch das zweite spielen, um zu wissen, wie es weitergeht. Vor allem, wenn man das Buch jetzt nicht gelesen hat, will man die Story weiter wissen. Wenn man das Buch schon gelesen hat, will man natürlich auch sehen. Weil es ist ja auch immer die Optik. Es gibt zwar eine Serie und einen Film, aber es ist nochmal was anderes, wenn man das selber machen darf. So, Tom Bilder erklärt jetzt seinen Kindern nochmal, wie eine Kathedrale aufgebaut ist. Weil er ist sehr in dem Thema drin. Das ist so echt sein Ding, so, ne? Ja, Kathedralen, total. Ja. Kathedralen sind voll sein Ding. Okay. Das Einzige, was er auch noch nicht verkauft hat, ist dieser Stab da drüben, der jetzt gerade verschwindet. Das ist nämlich sein Stab, um auszuloten, wo Osten ist oder irgendwie sowas. Ja, das braucht er, muss er natürlich wissen. Aber auch hier schön gemacht, ne? Wie er jetzt die Geschichte erzählt, um ihm herum halt sich die Welt so ein bisschen verändert, ne? Obwohl sie halt noch da sind, finde ich ein schönes Ding. Ich finde sowieso, dass so eine Erzählweise, viele Leute, die vielleicht überhaupt keinen Bock haben zu lesen, weil lesen ist ja, hat man ja auch, das machen nicht mehr ganz so viele, wie es mal früher war und leider. So. Leider, aber das ist hier eine Möglichkeit, wie man halt trotzdem diese Geschichten erleben kann und das ist eine sehr schöne Möglichkeit, finde ich. Also, ja, das ist dann nochmal so eine Alternative quasi zum Hörbuch. Genau, es ist halt so eine Art erweitertes Hörbuch. Genau, und optisch halt auch dann... Also, ein bisschen ansprechender. Also wie gesagt, es gibt eben diese TV-Serie und den Film, aber die waren jetzt beide ja nicht sonderlich hoch gelobt. Das weiß ich gar nicht, ja, das kann durchaus sein. Und da ist sowas natürlich schön und also mir geht es immer so, wenn ich ein Buch lese, ich stelle mir das dann schon immer vor und wie die Charaktere aussehen, wie die Welt aussehen könnte und das hat die Derek, glaube ich, ganz gut getroffen, vor allem, weil sie sich eben so mit Ken Follett selber ausgetauscht haben und auch sehr dahinter waren, das wirklich so darzustellen, wie er das darstellen wollte. Ja, also er war halt schon involviert in das ganze Ding, ne? Und aber hat einfach nur seine Rechte verkauft für 250 Euro. Er hat auch immer wieder Updates gekriegt, wie gerade der Stand ist und hat dann seinen Senf dazu gegeben. Schön, ja. Ja. Also bei sowas ist natürlich auch die Zusammenarbeit wichtig. Ja. Das sind jetzt so Passagen, die sind sehr schön. Ich habe sie schon sehr oft gehört. Ja, okay, klar. Man sieht, ich habe die Maus gerade nicht in der Hand und die Tastatur benutze ich auch nicht. Du musst jetzt irgendwas machen da wieder? Ja, genau, die Antwort geben. Genau, es ist halt, man hat sehr wenig Gameplay. Ja, verstehe, also, es ist halt echt eine Erzählung mehr, ne? Durchweg hast du sehr wenig Gameplay. Mama? Und du triffst halt Entscheidungen,
manchmal auf Zeit, so wie vorhin zum Beispiel. Oh, war ja. Ja, das ist am Anfang, da dachte ich mir auch am Anfang direkt so ein sehr, sehr trauriger Moment eigentlich. Und ja, also es führt auf jeden Fall sehr gut ins Spiel ein. Man hat direkt einen Bezug zu den Charakteren. Wir wollen natürlich nicht spoilern hier, ganz kurz. Also jetzt am besten ausschalten, wenn ihr das Ding selber erleben wollt. Ich glaube, das Wichtigste haben wir im Grunde auch schon dazu gesagt. Aber alle, die noch ein bisschen zugucken wollen, ihr könnt natürlich gerne da bleiben. Ich nehme an, das geht jetzt in die Hose, oder? Nein. Nein. Gut, Gott, haben wir nicht gespoilert. Am Ende. Weil du sagst, es ist so ein trauriger Moment. Ja, der kommt dann noch. Ach so, okay, der kommt noch, verstehe. Nee, also was auch ganz interessant ist, am Ende von jedem Kapitel, also jetzt, die Aufgabe ist, hilf Agnes, also deiner Frau, bei ihrer Geburt. Und jedes Mal, wenn ich es gespielt habe, habe ich den Teil verkackt. Weil du musst sie halt irgendwie, du musst halt irgendwas tun, damit sie sich besser fühlt. Und ich habe irgendwie immer das Falsche gewählt. Was passiert denn? Am Ende vom Kapitel, von jedem Kapitel, ist so eine Auflistung, du hast dich für das entschieden, du hast das gemacht, du hast Agnes nicht helfen können bei ihrer Geburt. Ich bin ein schlechter Vater. Da liegt dann wahrscheinlich auch der Widerspielwert, dass man es dann halt perfekt machen möchte. Und auch sehen möchte, was passiert, wenn man komplett andere Entscheidungen trifft. Ja. Weil es gibt auch manche Entscheidungen, die trifft man so. Also für mich rein aus dem Menschlichen heraus so, nein, ich verrate meinen Bruder nicht. Ja. Aber dann willst du halt was anderes machen. Seine Hände sind kalt. Ja. Wie kann ich dir helfen? Ich meine, sie sind doch verheiratet, oder? Da muss er das doch irgendwie wissen. Ja, aber ich weiß es ja nicht. Ja, okay, verstehe. Ja. Und dann willst du halt wieder eine Entscheidung treffen, die irgendwie gegen alles spricht, was du eigentlich tun würdest. Ja, dann erzähle ich dir eben noch eine Geschichte, meine Güte. Ich würde sagen, für so ein schlechtes Jahr machen wir uns ganz gut. Du und die Kinder rein. Mama! Und Martha wurde fast von diesem. Die Charaktere sind auch sehr schön gezeichnet, finde ich. Ja, finde ich auch. Sieht richtig gut aus. Sieht aus wie ein richtig guter Zeichentrickfilm. Ja. So richtig aufwendig, ne? Sind wir immer noch füreinander da? Im Prinzip ist es das auch ein bisschen. Wie gesagt, mit ein bisschen Interaktion. Lustigerweise hat ja Netflix jetzt seinen ersten interaktiven Film eingeführt. Erinnert mich ein bisschen daran, dass man halt einen Film schaut, aber ein bisschen was mitentscheiden kann. Die Medien vernetzen sich ja auch alle immer weiter. Das stimmt, ja. Und ich bin stolz auf dich. Ich bin so. Es ist lustig, dass die Derek eben das jetzt genau zu dem jetzigen Zeitpunkt rausbringt, wo auch ein anderes Medium was Ähnliches macht, aber in die gleichen Richtungen sich bewegen. Ja, ja, klar, das ist ja schon absolut eine Erzählform, die ausbaufähig ist, die auch funktionieren kann. Ich meine, die Technik ist ja mittlerweile auch so weit, dass es halt vernünftig funktionieren kann und nicht so wie früher. Also von daher, ja, man merkt schon, das sind halt sehr ausladend, sehr langsame Erzählungen. Also, wenn ihr da jetzt ganz viel Action wollt oder das ist halt, ja, ständig neue Szenen und sowas, das ist vielleicht das falsche Spiel. Ja. Das ist halt wirklich sehr, sehr story-driven, wie man so sagt, so Charakter, von den Charakteren her lebt das Ding. Und ja, wer das atmosphärisch findet, der sollte das Ding auf jeden Fall mal ausprobieren, meiner Meinung nach. Also es ist schon. Also atmosphärisch ist es auf jeden Fall. Und die düstere Stimmung, die finde ich, man immer irgendwie mit dem Mittelalter, vor allem in England, verbindet, haben sie eigentlich echt gut getroffen. Kinder. Weil es ist halt, vor allem es ist Winter, es ist alles sehr kalt. Und Alfred. Die Leute haben, also der Derek hat sich auch viel damit beschäftigt, wie arme Leute damals gelebt haben, wie eher gut betuchte Leute damals gelebt haben, wie alles damals aussah. Und das, finde ich, merkt man auch, dass die Liebe zum Detail sehr groß ist. Ja, finde ich auch. Das sieht man dem Spiel eigentlich jetzt auch schon an, in diesen wenigen Szenen. Hey, also ich finde es interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da tatsächlich Bock drauf kriege, das zu spielen. Aber irgendwie habe ich da schon Lust drauf. Es ist halt, wie gesagt, so zum Abschalten und zum Eintauchen, so eine Geschichte. Glaube ich, tatsächlich genau mein Ding. Ja, dann kann ich das dir nur wärmstens empfehlen. Ich mag ja solche Spiele sehr gern. So. Ja. Aber die Story ist schon realistisch. Also das wird nicht so Fantasy-mäßig oder gar Horror-mäßig. Nee, nee, das halt nicht. Also es ist schon sehr realistisch. Sehr. Also wenn ihr mal überlegt, sowas wie, ich meine, das ist ein blödes Beispiel, aber die Tudors oder sowas, oder das
The Crown oder so. Diese Dinge, diese historischen. Ja, so ein bisschen so Intrigen und Verrat und sowas ist da schon auch dabei. Mhm. So dieses Typische, was man aus so einem Film oder einer Serie oder einem Buch zum mittelalterlichen oder Renaissance-England kennt. Mhm. Wirklich dieses Intrigante, Verräterische, hintenrum, das ist alles so ein bisschen dabei. Es ist ein Junge. Ja, es ist ein Junge. Kleines Wunder. Ein kleiner, sehr blutiger Junge. Du blutest immer noch. Keine Sorge. Ach so, verstehe, ja. Okay. An dieser Stelle, glaube ich, reicht das im Grunde auch schon. Ne? Wir möchten ja auch nicht mehr spoilern. Das ist ja bei diesen Storyspielen immer so. Ist auch bei Telltale-Spielen so, wenn man so ein angespielt Video macht, ne, ist immer so ein bisschen das Problem, dass man nicht zu viel zeigt. Aber die Leute wissen ja, es ist ein angespielt Video. Man wird was sehen. Genau, man wird was sehen. In diesem Sinne, vielen Dank euch fürs Zusehen. Vielleicht habt ihr ja Spaß an solchen Spielen. Dann solltet ihr euch das mal angucken. Danke, Paula, dass du es gezeigt hast. Kein Problem. Und euch viel Spaß mit unseren restlichen Videos. Macht's gut. Ich auch. Ciao.